machen zum Zodiac-Fall, weil mir jetzt erst etwas aufgefallen ist, was mir vorher nicht aufgefallen ist oder was mir vorher nicht klar war. Zur Erklärung, warum das jetzt erst passiert ist, ist es so, dass ich damals den Zodiac-Fall durchgeschaut habe, weil ich etwas gesehen habe. Ich wurde getriggert durch etwas, was ich in Sozialpädagogik gelernt habe. So habe ich mir den Film also angeschaut, das Buch besorgt und bin dann den Hinweisen gefolgt und habe halt für verschiedene Situationen Erklärungen gefunden. Nachdem ich damit den Fall abgeschlossen hatte, größtenteils dachte ich mir, ich gucke mir andere Fälle an, vielleicht kann ich da auch was rausfinden. Aber es passierte nichts. Nee, es passierte nichts. Es war mir bei anderen Fällen nicht möglich, etwas zu sehen. Und ich hatte schon den Gedanken, dass vielleicht jeder Fall sein Gehirn braucht, um gelöst zu werden. In der Zwischenzeit habe ich aber mehrere Bücher zum Thema Social Engineering gelesen und da passiert auch nichts. Ich merkte irgendwie führt das nicht zu einer geistigen Veränderung. So. Dann gab es eine längere Pause und jetzt, seit einer Weile, kann ich auch bei anderen mysteriösen Mordfällen Dinge sehen, Dinge erkennen, also Lücken oder auch Zusammenhänge, die ich vorher nicht gesehen habe. Das ist mir seit einer Weile möglich und ich vermute mal, dass die Bücher zum Thema Social Engineering doch eine Wirkung erzielt haben. So, jetzt mal, was ich vor kurzem im Zodiac-Fall erkannt habe. Also, ich habe ja erklärt, wie das Zodiac aus zwei Personen bestand. Dem Premieren Zodiac, also dem Polizisten, und dem Mörder von Tory Trubates. Er hat ihn ja beobachtet, mitgenommen, weil er von Anfang an geplant hatte, jemanden zu suchen, dem man das anhängen kann. So, was er bei dieser Beobachtung aber auch gesehen hat, war, dass der Typ eine sehr schlampige Vorgehensweise hat, dass er anscheinend, also sagen wir so, mentale Schwächen hat, sich nicht konzentrieren kann, er braucht eine straffe Führung und so was. Ansonsten lässt das sehr schleifen. Als er die Cherry Joe Bates umbrachte, war das ja auch so, das Messer rumliegen lassen, Blut war eine Blutspur war zu finden. Da hat das Zodiac irgendwie schon gemerkt, dass der Typ nicht ganz so akribisch genau arbeitet wie er. Und das macht das Zodiac natürlich Sorgen, weil er ja schon wusste, er braucht ja die zweite Person, weil er ja irgendwann weg ist. Und wenn der Haupt des Zodiac weg ist, muss ja irgendwie anders Angst aufgebaut werden. Daher auch die Taktik-Situation. So, da Zodiac aber, wie gesagt, wie schon mal erwähnt, gemerkt hat, dass der Mörder von Cherry ein bisschen schlampig ist, bisschen unkonzentriert ist, also nicht so akribisch, nicht so genau arbeitet, musste der Mörder von Cherry Bates dem Zodiac das beweisen, dass er das kann. Deshalb wurde auch die Situation beim Blackberry am Tage durchgeführt, weil der Typ mit der Maske und dem Zeichen auf der Maske war der Mörder von Cherry Bates, der sich verkleiden musste. Er musste die Situation durchführen und musste Zodiac, der ihn beobachtet hatte vom Auto aus, musste es, also der Mörder von Cherry Bates, musste Zodiac beweisen, dass er das durchziehen kann. Und es funktionierte auch. Lag aber wahrscheinlich auch daran, dass der Mörder von Cherry Bates immer eine straffe Führung braucht, klare Ansagen und so. Und wahrscheinlich schaffte das Zodiac das auch. Also er konnte gut Leute dirigieren, unter Druck setzen, wie auch immer. Also, er hatte das beim Lake Berryessa gut durchgeführt. Es ist nichts schief gegangen. Er hat sich an die Vorlage gehalten. Alles gut. So, dann kam es ja zu der Situation, dass der echte Zodiac, der Polizist, halt weg musste. Also er konnte keine Mord mehr gehen. Dafür brauchte er den Stoffwetzen. Und deswegen musste der Taxifahrer sterben. Das führte ja dann der Mörder von George Bates aus, der ja mit der Durchführung beim Lake Berryessa so bewiesen hat, dass er das kann. Aber er hat es dann doch verkackt. Er hat ja dann die Sache dann so schnell und unsauber durchgezogen, dass es auch dann sehr unzufrieden war, weil es war ja alles wirklich sehr schlampig mit der hohen Fingerbrücke zurückgelassen und Blutspuren, Blutspuren. Also, wie der Mörder von Jet Rates diese Sache beim Taxifahrer durchgeführt hat, das war nicht im Sinne von Zodiac. Höchstwahrscheinlich hat der Mörder von Jet Rates die Nerven verloren wegen der Zeitvorgabe. Das hat ihn sehr nervös gemacht. Der sehr enge Zeitablauf, an den der Mörder von Jet Rates sich halten musste, das machte ihn sehr nervös, weil er Angst hatte, es zu verkacken. Und dann hat er so verkackt. Das war nämlich Schießen im Affekt. Also das war unterkontrolliertes Verhalten. Ich habe gesagt, Zodiac bestand aus zwei Personen. Einer überkontrollierten Person und einer unterkontrollierten Person. Und das war die Ermordung von
Power Stein, ich sag's mal, war Schießen im Affekt. Das war unterkontrolliertes Verhalten. Und danach, das habe ich auch schon mal erwähnt, und das passt auch zu dem, was ich schon mal gesagt habe, danach schmiss Zodiac diesen Typen raus. Ich weiß aber nicht, ob er ihn rausgeschmissen und dann geplant hat, ihm das mit Catherine Jones anzuhängen, oder ob er schon von vornherein geplant hat, ihn dann gehen zu lassen und ihn dann das nächste Mal, was der Mörder von J.J. Bates macht, dem Zodiac zu hängen. Das kann ich nicht genau sagen. Aber so ist es ja passiert. Also nach der Ermordung des Taxifahrers Paul Stein durch den Mörder von J.J. Bates wurde der Mörder von J.J. Bates von Zodiac rausgeschmissen, weil dieser Tat so schlampig war. Danach entführte der Mörder von J.J. Bates Catherine Jones, hat das genauso gemacht wie bei J.J. Bates, Auto manipulieren, dann an die Frau ranmachen. Und dann schrieb Zodiac einen Brief, in dem behauptete, er wäre das gewesen. Der Mörder von J.J. Bates begreift, was Zodiac vorhat, und begeht Selbstmord. Soweit erstmal die, was ich denke, was damals passiert ist.